5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich esse jeden Tag Obst. Mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Schönen guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier heute auf der Holzer Map. Ja, heute funktioniert's, ne? Gestern habe ich es kaputt gemacht, heute habe ich es wieder repariert. Und ich habe ja noch ganz andere Sachen kaputt gemacht. Ne? Ich habe ja hier auch anstatt das Spiel zu beenden, habe ich Spezialist die Mission beendet, ne? Das heißt, ich stehe jetzt hier mit einem Wagen mit Heuballen. Ich habe keine Ahnung, ob noch irgendwas auf den Feldern liegt. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. So, ich hüpfe mal schnell zu euch in den Chat und ich fange heute mal hinten an. Niklas, Hallöchen, Attimaus, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und der Vladimir ist auch schon da. Vladimir, Hallöchen, Muli Muli, hallo Hase. Hoffe, dir geht's gut. Und nein, jetzt habe ich alle. Mensch, es ist ja doch überschaubar. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. So, jetzt machen wir hier eins nach dem anderen. Ne? Jetzt gucken wir erst einmal die Top 10 Farmcoins, obwohl sich da seit gestern Abend, glaube ich, nicht viel dran geändert hat. Ne? Ganz vorne Muli Muli, gefolgt von dem Dieselschlumpf, und Muli Muli baut ihren Vorsprung weiter aus. Dann Niklas auf Platz Nummer 3, Eule auf Platz Nummer 4, der Vladimir auf Platz Nummer 5, Marcel dicht hinter Vladimir auf Platz Nummer 6. Auch der Reck holt auf, ist jetzt auf Platz Nummer 7. Ach Gott, Mr. Nicodemus auf Platz Nummer 8. Der Schnicks auf Platz Nummer 9. Und der Stefan auf Platz Nummer 10. Ich muss euch da mit der Facecam enttäuschen. Die Holzer-Map geht zwar wieder, dafür habe ich alle Overlays heute neu gemacht und Facecam ist aktuell im Overlay nicht drin. Ne, also da gibt's nichts zu gucken heute. Das muss erst wieder repariert werden. Das war mir heute nicht so wichtig. So, dann Prösterchen, ne? Niklas, eins nach dem anderen. Nur kein Stress. Ne, Stress, den machen wir tagsüber. Abends hier im Stream wird relaxed, ne? Relaxed, da wird relaxed und ein Pfeifchen geraucht. Lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade voller Schokolade. Voll so wie im Schlaraffenland. Ah, der Schokoladentrigger. Schön. Das Schnicks, Hallöchen, Mr. MK30, dir auch einen schönen Abend. No
Ja, aber Gewinnspiele gehen ja auch. Gewinnspiele gehen ja auch am Handy, ne? Ich bin vorbeigefahren, ne? Ja, ich bin vorbeigefahren. Yeah. Eule ist auch da. Hallo, Eule. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. So, mal gucken, wer gewinnt. Und der liebe Grohor gewinnt. Ah, schön. Grohor gewinnt. Glückwunsch, Glückwunsch. Reck, auch dir einen schönen guten Abend. Mensch, wo kommt ihr denn alle her? Ja, wie war euer Tag? Alles gut überstanden? Wie viele Leute sind heute in der stillen Ecke gelandet? Einmal Currywurst Pommes, dir auch einen schönen guten Abend. Tom der Bro, gute, schön, dass du zuschaust. So, außer Küche natürlich. Küche. Artimaus, was mit der Küche? Ich glaube, ich habe gerade irgendwas hier verpeilt. Hier kommt alle aus der Küche. Ja, da war ich auch eben, hab was gegessen. Ne, hab was gegessen, hab ein Bierchen getrunken. Und jetzt bin ich hier. Ne? Und düse über die Map und versuche rauszufinden, ob die Strohballen noch da sind. Austria Gamer, dir einen wunderschönen guten Abend. Und Grohor, viel Spaß mit deinem Extra-Ticket. Apropos Extra-Ticket, kann mal jemand Ausrufezeichen Kaffee in den Chat schreiben? Nur mal so spaßeshalber. Gut, klappt. Warte mal, hier ist doch die Wiese, wo ich hin muss. Ne, hier vorne. Gut, also das mit dem Kaffee. Das mit dem Kaffee klappt. Eins muss ich nochmal ändern. Da. Was auch mal, schauen wir mal gleich. Da muss ich hin.
Der Oldtimer-Olli. Ja, der Oldtimer-Olli, der ist hier, ne? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie oft wir heute Kaffee hören, ne? So, kriegt irgendjemand raus, von wem das ist? Weiß irgendjemand, von wem das Kaffeelied ist? Christian, Hallöchen übrigens, ne? Von einer Person. Gut, das zähle ich jetzt nicht, ne? Aber Kaffeelied. Weiß einer, von wem das Kaffeelied ist? Also ich muss mal gucken, im schlimmsten Falle muss ich das Kaffeelied wieder rausnehmen, wegen GEMA und so, ihr wisst ja, ne? Aber weiß jemand, von wem das Kaffeelied ist? Ich meine, ihr könnt es euch ja nochmal anhören, ne? Ah, übrigens, Brüsterchen, wo kam denn hier das Wassermarsch her? Ich hab's doch irgendwo gesehen hier. Currywurst, Pommes, Bros! Sind wir hier zu Hause? Scheint alles weg zu sein. Das ist gut. Dann fahren wir wieder auf den Hof. Muss hier Sprit sparen und Betriebsstunden sparen bei dem alten Kollegen hier. Oh Mann, das geht doch jetzt wieder schief. Christian, der ist noch aus einem Block gefeilt, ne?
irgendwie sind ja diese Emotes immer so fürchterlich klein, ne? Sind die bei euch besser lesbar? Oder brauche ich vielleicht einfach nur eine neue Brille? Fahr doch nicht über fremde Leuts Felder. Das machen wir nicht. Ich habe mir das Gerät ausgesucht. Ich muss auch hier mit dem Gerät irgendwie klarkommen. So, haben die Kühe Platz für Heu? Nee, natürlich nicht, ne? Christian spielt andere Spiele. Hast du dir da vorher die Erlaubnis von Giants für eingeholt? Wenn die das erlaubt, dann geht das. Was ist denn jetzt das? Ah ja. So, dann kann ich ja jetzt den fehlgeschlagenen Auftrag abschließen. Ey, so ein Kack. Entschuldigt. Na, kriegen wir es voll. 3 Slots. Also 50 Slots gehen. So viel Zuschauer hatte ich noch nicht mal, ne? Ja, wie viel haben wir? Ui, 6. 6. Das ist gut. So, was ist denn mit dem... Wo ist denn eigentlich unser Niklas hin? Ich guck noch mal in die Flasche, wie ich... Kein Bock mehr heute. Ja, jetzt ist es soweit.
Und. Na, es könnte der Austria-Gamer sein. Na, ich muss jetzt gerade mal, weil ich habe das heute neu gebaut und bevor das schief geht und ich nachher nicht weiß, wer gewonnen hat, gerade mal schnell gucken, ob das mit meiner To-Do-Liste funktioniert. Weil dann kommen die Sachen aus dem Chat, also die Gewinner aus dem Chat, automatisch auf die To-Do-Liste. Das ist der Plan. Ja, es funktioniert. Um 20.05 Uhr hat Gorhor ein Los gewonnen und um 20.19 Uhr und 55 Sekunden hat der Austria-Gamer ein Los gewonnen. Ja, so soll das sein. So funktioniert das, so klappt das auch mit dem Nachbarn. Ne, und für die Leute, die immer total liebensgewürzig zu mir sind, die können mir quasi über Ausrufezeichen To-Do nette Sachen in die Liste schreiben. Jetzt ist die Frage, wer war immer liebensgewürzig zu mir, ne? Ja, das scheint so schon mal nicht geklappt zu haben. Hey, what you say? Wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Was denn für eine Versuchung? Ist gut, ne? Das scheint einen Tätigkeitenfilter zu haben. Warte mal, ich versuche das mal. Also sowas geht, ne? So. Muss jetzt hier gerade mal gucken, wie jetzt hier der aktuelle Stand ist. Vor lauter Blödsinn, Mann, habe ich nämlich jetzt gerade hier mal einen Überblick verloren. Das wächst noch, dreschen müssen wir nix. Wiese kann man mähen. Aber was machen wir mit dem Gras? Eigentlich haben wir doch alles. Ins Ackergras könnten wir fahren. Ja. Wir könnten uns um das Ackergras kümmern, aber bevor wir da zu dem Ackergras fahren, müssen wir den Hobel hier mal aktualisieren. Der ist nicht mehr, den mag ich gerade nicht mehr. Ich hätte gern was Kleineres, Schnuckeligeres hier für meinen Hof. Und dafür fahren wir den mal weg. Bis ich den weggefahren habe, regnet es wahrscheinlich. Muli, Dankeschön für deinen Host.
Was? Die. Oi! Oi! Die Kühe leiden unter Strom. Ja, stimmt. Ich mach jetzt hier erstmal den Gartensong kaputt, ne? Nee, kleiner. Moderner, aber kleiner. Ein Glas 8900. Genau, das nehmen wir. Ne? Nein. Übrigens hat da eben jemand Schokolade gerufen. Ich hab's doch gehört. Da hat eben jemand ein Schokoladenlied gesungen. Dann übrigens es ist noch 4 Minuten. 4 Minuten. Ihr könnt hier schon mal überlegen, was in 4 Minuten passiert. Keiner eine Idee, was in 4 Minuten passiert. In 3. Du hast wahrscheinlich schon die Finger im vorwarmen Glühstrumpf, Muli Muli, ne? Huch. Vorwärmglühstrumpf. Ja, doch. Ich glaub schon. So, kannst du das? Okay, lieber Anonymous, ne? Warum auch immer du quasi anonym spendest. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Euro. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, diesen Klingelsound habe ich tatsächlich noch nie gehört. Dankeschön.
lieber Anonymous. Ich bin überrascht, dass es überhaupt geht. Bauer Hannes, Hallöchen, Hallöchen. So, ihr Lieben, anschnallen, anschnallen. Es geht los. Nicht vorwärts, auch nicht rückwärts, sondern über Kopf. Also festhalten, gut aufpassen und los geht's. LS19 mit Liebe, Hallöchen. So, wer findet's? Ein Bingo für 250 Farmcoins findet das richtige Emote. Ja, die Männer legen fleißig vor. Es wird. Wir sehen gefühlt ein Emote alle 10 Sekunden. Ihr lieben Männers, ihr stellt hier gerade neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Ich glaube es einfach nicht, ne? Na, ich werde in den Sitz gedrückt. Ich werde in den Sitz gedrückt und mir fliegt hier das Toupet weg vor lauter Tempo, wie ihr hier die Emotes in den Chat knallt, ne? Und auch der Danny Dieselschlumpf schaut zu. Hi, Danny Dieselschlumpf. Und LS19 mit Liebe, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dir auch Dankeschön für deinen Follow. Oder Just 62783. So, haben wir jetzt, nein, wir haben das Emote immer noch nicht gefunden. Wir passen die Musik mal an auf die Geschwindigkeit der Männer. Machen das mal ein bisschen langsamer. Nein, noch nicht fertig. Nein, die Kerle haben das Emote immer noch nicht gefunden und man reduziert die Geschwindigkeit. Man könnte fast jedes Emote einzeln vorlesen. Party Time, Railo To, Uwot, Blood Trail, Belgien Denk, die der Nähe von der Schleuse, You Don't Say, Ford One, Kapoff, Spushy Time, Cool Story Bob, ein Mau 5 von Attimaus, gefolgt von einem Hot Pocket von Rec. Dann kommt ein Try Hard von Vladimir mit einem Resident Sleeper von Rec, gefolgt von einem Super Winlin und einem HS Cheers von Bauer Hannes. Dann kommt wieder ein Blood Trail Rack, den hatten wir schon. Hassan Chop, Popcorn und Freakin Stinkin von Vladimir, ne? Dann kriege ich von Vladimir eins in die Fresse
Und Dreck kommentiert das Ganze mit einem unglaublich eingeschlafenen Gesicht. Nein. So, einen haben wir noch, ne? Ey, Leute, ihr werdet doch wohl dieses Emote finden. Ja, ja! Wladimir! Wladimir! Glückwunsch! Wladimir hat gewonnen und das gesuchte Emote war Mike Hogu. Glückwunsch, Wladimir. Was? Es hat auch nur 4 Minuten und 12 Sekunden gedauert. Schön, schön, schön. Ich habe jetzt aber nicht den Drescher gekauft, ne? Doch? Ah, doch. Ach, ihr seid ja goldisch. Ihr seid ja echt goldisch. So. Nee, langweilig. Nein, ich fand's toll. Muli Muli schreibt viel zu langsam. Aber warum ist denn eigentlich Muli Muli? Warum ist Muli Muli jetzt eigentlich wieder orange? Hä? Was ist mit Muli Muli passiert? Komisch. Habe ich das jetzt gekauft? Nee, ich bin ja heute sowas von verwirrt. Bist schon immer orange. Nee, bei mir hier in dem anderen Dings da bist du rot. Zu viel Maracuja-Saft. Hat hier Maus. Maracuja-Saft. Heute ist es O-Saft. Toll. Ne, es ist schon der kleinste. Gut, dann soll das wohl so sein. Kontrollieren kann es auch nicht, ne? Oje. Der Danny Dieselschumpf schreibt, oje. Und wünscht uns eine ruhige Nacht schon mal im Voraus. Danny Dieselschumpf, warum denn oje? Ah ja, der Christian hat mit dem Danny direkt konferiert. Okay.
Oje, weil Ausland. Aber der Danny Diesel schon will das ja, ne? Und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Ah, übrigens, Danny Diesel Schlumpf, das ist für dich, ne? Das war jetzt für dich. Oma, gib mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade, voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Haha, da war wieder das Schokoladenvideo. Ich mag das Schokoladenvideo. Günther, Gunther, ja, genau, hast du selbst gemerkt. Also ich glaube, hier wären wir sogar zu Fuß schneller. Mensch, Danny Diesel schon. Was hast du denn hier für einen Mähdrescher empfohlen? Ah, ich arbeite hier nur auf Empfehlung, ne? Genau so muss das sein, Danny Diesel Schlumpf. Die Arbeit muss Spaß machen und dann ist es eigentlich auch keine Arbeit, ne? Was darf nicht bei Regen draußen stehen? Nee, meinst du, er läuft ein? Ja, aber im Gegensatz zu dem anderen Unikum passt der hier wenigstens auf die Straße, ne? Der hat ja, der darf ja in die Halle. Wahrscheinlich mit jedem Mähdrescher, der schneller als 27 km/h fährt. Oh, was sag mal, kleine Sekunde, ich fahre das jetzt hier erst aufs Feld und dann
Dann machen wir was am Arsch. Hetzen? Nee, also das geht hier mit dem Gerät definitiv nicht. Der Gerät, wo der Schneidwerkswagen größer ist als der ganze Mähdrescher, ne? Oh, schade, schade, schade. Dann ist heute wohl wieder viel los auf Twitch. Aber schönen guten Abend, Sky Gamerin. Huch, ich dachte, ich drehe auf die Bremse. Muli Muli, Brüsterchen. Sky Gamerin, das ist keine Absicht, das ist reine Willkür von Twitch. Gamerin, im Zweifelsfall einfach morgen Abend wieder schauen und hoffen, dass es morgen Abend auf Twitch ein bisschen ruhiger ist. Wieder ab 8 und dann bin zumindest ich wieder da. Ich denke mal doch der ein oder die andere auch. Ja, das mit dem Internet ist echt doof. Sky Gamerin, macht ihr einen schönen Abend. Apropos schönen Abend. Bloxhox, wo habt ihr... Ah! Bloxhox, schönen guten Abend. Und Jakob Gavenda, hi, schönen Abend. Und ja, danke schön, dass du uns jetzt hier quasi verfolgst, ne? Noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. Und wer kriegt's? Der Bauer Hannes, ne? Wenn ich das richtig sehe, der Bauer Hannes. Und dann hat der Bauer Hannes hat ein Los gewonnen. Ah, okay, heute spielt der Vladimir mal Applaus. Ja, irgendwie ist uns der Niklas heute abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Naja.
passiert mal. So, und ihr bekommt dann nachher von mir eine Flüsternachricht, ne? Mit dem Gewinncode für das Los. Ich muss so gerade mal hier was anstöpseln. Ja, Kaffee. Kaffee ist immer gut, ne? Habt ihr eigentlich rausgefunden, von wem der Kaffeesong ist? Vermutlich, wenn ich nicht immer so blöd dazwischen quatschen würde, dann könnte man das wahrscheinlich Shazam befragen, ne? Shazam? Shazam? Ja, das Ding da, was halt, dem man Musik vorsingt und es sagt einem dann, wer es gemacht hat. Kaffee 70. wolltest du jetzt 70 Kaffee haben, AT Maus? Vladimir, genau. Das Lied ist von Peter Alexander. Ja, hast recht. Gewusst oder gegoogelt? Google? Maus, was ist denn dein Kaffeepensum? Wie viel Kaffee trinkt man im Kindergarten als Kindergärtnerin? Zetskulli, hier sagt man erstmal Hallo.
Ne? Also, hallo, schönen guten Abend, Zetskuli. Ja, pro Stunde 10 bis 20 Tassen. Martimaus, wo tust denn du die hin? Bis 20 Tassen Kaffee pro Stunde. Ja, es ist mir schon klar. Also, dass du nicht die Porzellantassen isst, davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber trotzdem. Himmel. So, weil ich es kann. Ach, Muli Muli, Dankeschön, vielen, vielen Dank für die 300 Bits. Ah, okay. Und es gibt wieder Emotes zum Freischalten. Ah ja. Oder immer noch, ne? Die Hyper-Chat-Emotes von Twitch. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Dass Burger King hingegangen ist in den größeren Twitch-Kanälen und hat dann quasi hier bei so Vorlesemessages Burger King-Werbung gemacht. Stefan, hi, hallo. Ja, du könntest doch eigentlich hier so ein Ständer hinterherziehen mit so einem OP-Beutel oder so. Ne, so direkt intravenös. Wobei hier von Deutschland habe ich das nicht mitgekriegt. Ich habe das mitgekriegt hier in USA. Da ist Burger King hingegangen und hat quasi mal hier so 500 Bits in so einen Kanal gespendet und hat dann als Textnachricht Burger King Werbung vorlesen lassen. Ne, und die haben dann keine Werbeblöcke gekauft. Also ihr seht ja hier auch, ich weiß nicht, wer sehen ja nicht alle und Abonnenten sehen, glaube ich, keine Werbung. Aber manchmal, wenn ihr in so einen Twitch-Kanal reingeht, seht ihr ja vorher immer so 30 Sekunden Werbung. Und diese Sendeplätze verkauft Twitch halt für teuer Geld, ne? Und das wollte Burger King nicht bezahlen und ist halt in die Streams reingegangen und hat dann quasi da über eine Donation den Streamer Burger King Werbung vorlesen lassen, ne? I can't wrap my head around it. Why is my heart still bounding? I can't.
Eins machen wir noch. Hattest du heute Zwillinge im Kindergarten, Atti Maus? Luca, hi! Noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es soweit. Steht wieder auf der Kante, jetzt muss ich warten. Wladimir, Glückwunsch. Wladimir applaudiert sich selbst. Ja, Wladimir, hast du recht. Hast du vollkommen recht. Genau so geht's, ne? Genau so geht's. So, ich guck jetzt mal, was ich mit euch hier heute Abend noch so anstelle. Also nicht ich, aber ich schau mal, wer von der Chaos-Truppe noch online ist und irgendwie, ich hoffe, sie haben ihn nicht geschlachtet, aber ich sehe ihn nicht online. Eigentlich ist das ja schade, weil ich habe mich heute eigentlich gefreut, mal wieder zu dem hasigen Kollegen rüber zu gehen. Aber der hasige Kollege scheint heute nicht da zu sein, ne? Und dann können wir ja gleich mal fragen, wo denn der hasige Kollege heute geblieben ist. Und wo muss ich jetzt? Hier muss ich drücken und da muss ich drücken. Ne, ihr Lieben, morgen Abend geht's weiter hier auf der Holzer Map mitten im Ackergras mit dem neuen Mähdrescher. Ne, und ich sage, oh Gott, das sind wir viele heute, dem Jakob, dem Just62783, LS19 mit Liebe, Tom der Bro, Brami 112, Benji, Bauer Hannes. Vielen Dank für euren Follow, dem oder der lieben Anonymous, Dankeschön für den einen Euro und Muli Muli, dir vielen, vielen Dank für die 300 Bits. Ihr Lieben, es ist mir immer ein Fest, mit euch hier über die Map und durch das Spiel zu düsen. Und wer mag, der schaut doch gerne morgen wieder rein. Ab 20 Uhr bin ich wieder hier auf diesem Kanal. Sehr, sehr gerne mit euch. Und jetzt hüpfen wir zu dem lieben Kollegen rüber. Lasst einen schönen Gruß da. Und fragt einfach mal nach, wo denn der Brodax hin ist. Fragt mal, wo er ist. Tschüss!